Hallo zusammen. Wir haben ein Wochenende an der Ostsee in der Roadsurfer Van Villa. Das ist der Knaustura Van mit zwei Erwachsenen und zwei fünfjährigen Kindern verbracht. Und ich habe einmal kurz nach Entgegennehmen des Autos als auch kurz vor Abgabe des Autos meine Eindrücke geschildert. Und wenn ihr Interesse habt, was dabei so rumgekommen ist, dann bleibt einfach dran. Der Knaustura Van 500 ist ein teilintegriertes Wohnmobil auf Basis vom VW T61. Und obwohl er 500 heißt, hat er insgesamt eine Länge von 5,89 Meter, also mehr 6 Meter, ist mit Außenspiegeln 2,50 Meter breit und 2,91 Meter hoch. So, ich bin jetzt hier in der Van Villa und schaue mich gerade um, wie es hier drin ausschaut. Wir haben ganz klar das Cockpit. Werde ich auch gleich mal einschalten und dann losfahren natürlich. Wir haben hier, glaube ich, ein Gästebuch, was ich ganz nett finde. Unser Auto heißt Howard Happy und wir haben ein paar Ratscher an der Bremse. Hat jemand wahrscheinlich versucht, den Sitz umzudrehen, während die Handbremse angezogen war. Ansonsten ist es hier drin sehr schick, anthrazitgrau und vorne wieder zwei USB, das ist wie immer. Und oben in der Konsole auf jeder Seite ein Becherhalter und das kennen wir ja schon. Über dem Fahrer sitzt diesmal keine Ablage, aber das ist auch, glaube ich, nicht so wild. Was haben wir hier noch? Der Tisch ist hier montiert und die Verdunklungen sind hier auch wichtig und richtig. Dann haben wir hier das Seitenfenster, oben eine Ablagefläche, eine Art Tasche und dann eine Art Regal-Dingsi. USB, 230 Volt Anschluss. Und die Matratze sieht diesmal etwas mehr versprechend aus als das bei der Family Finca, also dem Grand California, den wir hatten. Alles hier so ein dunkelbraun gehalten. Ich sehe gerade, das muss irgendwie direkt auf der Linse sein, aber gut. Dann haben wir hier zwei Haken, Ablagefläche und nochmal Ablagefläche, sehr cool. Und hier auch nochmal zwei Haken, wie es ausschaut. Sieht sehr praktisch aus. Hier oben die Bedienung. Der Wagen ist eingeschaltet. Also mit den Kontrollen für die Wasser-Abwasser-Geschichte. Stromanschluss und so weiter. Batterie. Die Heizung. Dann haben wir hier den Kühlschrank. Wunderbar. Drei Fächer sogar. Das hat mich jetzt positiv überrascht. Und das Eisfach, aber das mache ich jetzt nicht auf. Sehr schön, werde ich nachher dann einschalten. Wir haben hier die Küche. Küche sieht auch gut aus. Die Flammen, die zwei Flammen sehen sehr sauber aus. Auch das Waschbecken sieht einwandfrei aus. Und was haben wir hier noch? Die Ablage über der Küche. Das freut mich diesmal sehr, weil beim letzten Mal habe ich das ganz schmerzlich vermisst. Und was das hier ist, werde ich dann gleich noch rausfinden. Werde ich dann wahrscheinlich einen Text über dem Video einblenden. Das Bett ist doch höher, als ich gedacht hätte. Also mir geht es bis gut über die Hüfte. Und hier in dem Fall ist sogar auch die Duschkabine ausgefahren. Also das wird dann hier nachher runtergefahren und dann entsteht hier ein großes Bett. Weil ja, also wir haben ja auf dem Campingplatz eine Dusche. Also ich glaube, wir müssen im Wohnmobil nicht unbedingt duschen. Aber mal schauen. So, hier haben wir drei Fächer. Eins ist offen, okay. Und hier noch eine kleine Ablage oben. Eins, zwei Lampen. Also ich frage mich, warum das die Wohnmobilhersteller immer so einrichten. Also anscheinend, also vielleicht gibt es auch jemand unter euch, der das widerlegen kann. Aber dass sie hier die Lampen auf der Küchenseite anbringen. Ich würde mich freiwillig nicht neben die Küche legen mit dem Gesicht. Also wenn ich hinter dem Bad verschwinden kann, dann tue ich das auch lieber so rum und dann mit den Füßen in dieser Richtung hier. Aber gut, hier gibt es zwei Lampen und drei Schubladen. Auch sehr schön. Genau, da gucke ich auch gleich noch mal in die Küchenbox, ob alles da ist. Und hier ist auch noch ein Schrank. Ui, der ist gut aufgeschnappt. Mit
Stange und Ablagefächern. Den werden meine Tochter und ich benutzen. Und unsere Reisebegleitung nimmt die Fächer über dem Bett. Gucken wir einmal im Bad nach. Okay, eine ja, halb ausgefahrene Duschkabinen. Ja, wie heißt das? So diese Verdeckung. Das Waschbecken ist zur Seite gefahren. Hallo. Und die Toilette ist auch da. Klar, Toilettenpapier müssen wir natürlich... Ah ja, das muss ich auch noch besorgen. Zweilagiges Toilettenpapier. Sieht alles sauber und einwandfrei aus. Ansonsten Ablagefächer und ein bisschen Solbio haben wir auch dabei wieder. Ich habe aber auch noch ein bisschen zu Hause. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, ist, ob ich mit der ausgefahrenen Dusche so fahren kann oder ob ich alles irgendwie verstauen sollte. Das werde ich wahrscheinlich sicherheitshalber doch mal machen. Also ich denke, wahrscheinlich schon. Aber wenn sie hier sauber machen, werden sie es sicherlich zum Trocknen so gelassen haben. Hier ist die Leiter für das Hochbett. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn wir hier das Bett ausfahren, kann man darunter wahrscheinlich schon noch Platz nehmen. Hier in der Dinette. Auf jeden Fall aber auf dem Beifahrer- und Fahrersitz. Ja, das ist jetzt also erstmal die erste Einschätzung hier. Und dann schaue ich mal, ob ich die Dusche zusammengeklappt und das Auto eingeschaltet kriege. Kleine Ergänzung, die ich ganz interessant finde, ist einmal hier, oh, jetzt stellt er scharf, beim ausgefahrenen Duschkabinenteil ist jetzt hier voll die Lücke. Das heißt, die Geräuschkulisse wird sich ins Wohnmobil fortsetzen, wenn man duscht. Auch interessant. Und hier auch voll die Lücke. Also wenn jemand luschern möchte, wenn du duschen gehst, dann ist das auf jeden Fall auch möglich. Also es ist bestimmt ein halber Zentimeter hier, der die Kamine hier freilegt. Okay, ich guck mal, wie das hat sich gestaltet, wenn die Kabine zusammengefahren ist, weil das war jetzt auch noch so ein bisschen die, naja, nicht eine Sorge von mir, aber so eine Überlegung, so wie viel Privatsphäre hat man denn in so einer Kabine, wenn das nur so eine Pappe ist, ne, die hier oben, die sich gleich auseinanderfalten wird. Weil beim Raumbad, das war auch so mein persönliches Ding. Also ich habe dann doch lieber so ein richtig abgeschlossenes Bad. Natürlich hat man weniger Privatsphäre im Wohnmobil. Bitte stell doch mal scharf. Aber ja, also so viel Lücke. Gut, dann ist schon mal klar, was hier geht. Jo, ich habe sie runtergefahren bekommen und tatsächlich war auch diese Duschwand hier, da musste ich so ein bisschen aufpassen, dass das hier aus dem Weg ist, damit ich natürlich hier das auch einfahren kann. Aber da habe ich jetzt erstmal einen Moment gebraucht, um das hier rauszukriegen. Ganz interessant. Dann sieht man noch die andere Duschwand und so Fragezeichen Privatsphäre. Ja, also es geht. Es wird für das Wochenende auf jeden Fall gehen, aber ich glaube, ich bleibe bei dem klassischen abgeschotteten Bad. Also ich finde die Lösung hier ganz interessant mit der rausfahrbaren Dusche, aber ich glaube, Schwenkdusche wäre was, wofür ich mich dann nochmal interessieren würde. Der Fahrt mit 4 Personen, 2 Kindern und 2 Erwachsenen. Hier fange ich schon mal an mit der Rückfahrkamera. Gut, dass wir sie haben. Allerdings bin ich etwas enttäuscht gewesen, da nicht mal irgendwelche Markierungslinien, rot oder grüne Bereiche ausgewiesen haben. Das hatte ich bisher zumindest bei dem allerersten Modell, das ich mal gemietet hatte. Ein Pössl war das gewesen. Tuvin Air. Der hatte das dann in der Rückfahrkamera und hier, ja, man sieht zwar, was man macht, aber irgendwie hätte ich eine Markierung hilfreich gefunden. Dann hier der Außenspiegel war sehr simpel, nicht mal gebogen und nichts, also wenn dann nur minimal. Also ich hätte da mehr Hilfe erwartet bei so einem breiten Auto. Also ich habe mich hier im Kasten eher eingeschlossen gefühlt im Vergleich zu den anderen Fahrerassistenzsystemen. Ansonsten hat der gut gefahren, kann ich nicht meckern. Dann die Sitze hier vorne waren bequem. Was wir sehr komisch fanden ist, hier hat es einen Griff. Und hier, warum auch immer nicht. Dann
waren hier, jetzt habe ich den Tisch hier nicht montiert, aber das war so ein ausfahrbarer Tisch. Der war auf jeden Fall gut, weil ich diese Variante auf jeden Fall bevorzuge. Ich mache mal das Licht hier kurz an. Irgendeins. Ja, so. Und der hat auf jeden Fall gut seine Dienste geleistet. Ich finde diese ausfahrbare Variante sowieso besser. Und ansonsten, aber wenn man hier hinten sitzt, dadurch, dass es eben Kasten, also kein Kastenwagen ist, sondern ein, ja, wie nennt man das? Muss ich werde dieses entsprechende Wort hier entsprechend einblenden. Sieht man herzlich wenig, wenn man hinten sitzt, finde ich, im Vergleich zu den klassischen Kastenwägen. Aber für das Camping im Herbst war auf jeden Fall die Tür besser, weil beim Kastenwagen hat man ja gleich den halben Raum offen, wenn man die Tür aufmacht. Praktisch waren hier die Haken, die wir auch alle wirklich in Anspruch genommen haben. Hier unten auch nochmal Haken. Und hier die Verstaumöglichkeit haben wir eher nicht für die Nacht benutzt, sondern für tagsüber hier so als Garderobenraum. Die Anzeige hier oben, also 60 Liter Frischwasser haben wir irgendwie immer ziemlich viel schnell leer gekriegt. Also das war sehr eigenartig. Ich musste oft Wasser nachfüllen während des Campens und auch mit Pumpe an und Pumpe aus. Das fand ich sehr eigenartig in der Kombination. Dann der Kühlschrank war super. Das war hier so ein ganz klassischer großer Kühlschrank. Hat alles wunderbar reingepasst. So stelle ich mir einen Kühlschrank vor beim Camping. Gaskocher war hier die eine Flamme ein bisschen zickig, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was da das Problem war. Die wollte nicht einrasten. Und hier die Spüle war in Ordnung. Aber irgendwie finde ich das doch besser, wenn ich den Wasserhahn zur Seite drehen kann. Und noch cooler ist so ein Wasserhahn, der so hoch ist, dass man dann unter dem Ding viel Platz hat. Hier hinten, das Bett war wohl sehr bequem. Aber diese Rille hier, also die man jetzt hier nicht sieht, die hat dann doch wohl gestört. Also wenn man hier das ganze Ding einfährt, entsteht hier so eine Rille und so eine Kante, eher als eine Rille. Und die hat man dann wohl doch schon arg gespürt beim Schlafen als erwachsene Person. Also entweder härtere Matratzen oder irgendwas noch dazwischen zu legen als Polsterung wäre gut und ratsam. Das Bad war gut, aber wenn hier der Dusch Teil eingefahren ist, dann kann man kaum sitzen auf der Toilette. Also dann muss man die Knie definitiv in den Duschraum halten. Ich bin keine große Person, 1,72 und das war definitiv ganz schön knapp. Waschbecken war gut. Guten Morgen. Und hinter dem Spiegel ist ja auch eine Verstaumöglichkeit. Gefehlt haben so ein bisschen die Haken. Hier ist nichts. Und da hinten ist da oben in der Ecke so ein kleiner Haken. Und ansonsten haben wir diesen Bügel als Aufhängmöglichkeit genutzt. Die Leiter haben wir quasi gar nicht benutzt, sondern sind über die Küche und die Stufe ins Bett gestiegen. Und die Stufe auch selber dadurch, dass die so viel Seiten, wie sagt man das, Seitenbeanspruchung hat, hat die auch schon gewackelt und geklappert. Kann ich hier nochmal ein Video entsprechend gleich einblenden. Der Schrank hier unter dem Bett war auch gut. Schön geräumig, haben wir viel untergebracht, auch Gummistiefel, große Sachen und so weiter. Hier, das sind hier übrigens zwei Schubläden und das da unten ist nur eine Klappe. Zum Verstauen in und über der Küche war das in Ordnung. Für längere Fahrten könnte es allerdings schon echt knüss werden. Da muss man wahrscheinlich hier noch diesen Schrank mit dazu zuziehen, als ja, Vorratsspeicher. Das Bett. Ich werde es jetzt nicht vollkommen ausklappen. Ich hatte meine Mühe, das wieder einzufahren. Man liegt darunter ganz gut. Es ist eine weichere Matratze als beim Grand California. Aber ich muss noch mal gucken, wie genau die offizielle Liegefläche lautet. Ich musste diagonal hier drauf liegen. Aber wir hatten einen schönen Ausblick nach oben. Und wir sind mit dem Kopf nach vorne zur Schnauze hin vom Auto, haben wir uns hingelegt. Und wenn das Bett ausgefahren ist, dann ist hier nicht mehr viel. Also das Bett reicht wirklich bis hier dran und man kriegt die Tür nicht mehr auf, ohne sich über, also unter das Bett bücken zu müssen, weil das hängt auch ziemlich tief. Das geht mir dann, ich will es jetzt wie gesagt nicht ganz ausfahren, aber ihr seht schon, wie tief das hier geht. Das geht bis knapp über die Küchenwand.
Zeile, also mir bis an die Taille ungefähr ran. Ich kann ja nochmal einblenden, wie hoch das dann ungefähr ist oder wie niedrig. Man kann dann vorne noch gut sitzen, hier drunter offiziell wohl auch, aber das ist dann schon alles sehr beengt. Vor allen Dingen, wenn man dann mal nachts auf die Toilette will oder zwischendurch, dann, wenn das Bett ausgeklappt ist. Da ist beim Grand California noch mehr Bewegungsfreiheit auf jeden Fall vorhanden. Vorteil hier ist auch mehr Platz nach oben hin. Ich konnte fast aufrecht sitzen hier unter dem Dachfenster. Das waren so die groben Einschätzungen, Erfahrungen zum Camper. Falls mir noch was einfällt, dann blende ich es jetzt hier gleich noch ein. Ich stehe jetzt hier beim Vermieter auf dem Parkplatz und eine Sache habe ich mich gefragt. Warum hat so ein Kastending einen Rückspiegel, wenn ich keine Chance habe, hinten rauszuschauen? Könnt ihr mir das verraten? Oder werden die serienmäßig alle eingebaut und dann ist total wurscht, aber dann kann man sich doch die Materialkosten sparen und die Arbeit, das alles zu montieren. Aber gut, eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir dazu mehr sagen. Was ich sonst noch sagen wollte, ist zu den Sitzen hier. Jetzt habe ich da noch einmal ein Stückchen Müll gefunden. Was ich interessant fand, die sind nicht eingerastet, wenn wir sie umgedreht haben. Und das fand ich auch recht bemerkenswert. Und zwei weitere Dinge, die ich noch erwähnen wollte, ist, dass es beim Regnen, also wenn es regnet, ganz schön pladdert hier oben auf dem Dach. Und da habe ich auch ein Video von aufgenommen und werde es dann hier einblenden, um das beispielhaft einmal zu zeigen. Und das nächste auf der Autobahn fand ich schon echt krass, wenn uns Autos überholt haben, wie sehr dann der Wagen manchmal mitgewackelt hat. Also von hinten, ne? Also wenn links hinten das Auto zum Überholen angesetzt hat, habe ich es richtig gemerkt, wie so eine Ruckelwelle durch das Auto gegangen ist. Das mit der Frontschutzscheibenabdunklung war so umständlich, dass wir es gleich haben sein lassen. Genau, das war noch meine Ergänzungen. Das Fazit zum Knaus-Tourer-Rennen. Es war insgesamt mein drittes Wohnmobil, das ich gefahren bin. Die Privatsphäre auf der Toilette war in Ordnung. Wenn die Dusche eingeklappt war, war es recht eng auf der Toilette, vor allem beim Zähneputzen, wenn man dann irgendwo einen Platz zum Stehen gebraucht hat. Die Duschlösung an sich fand ich innovativ, aber zumindest nicht mein Ding. Die Dieselheizung habe ich sehr begrüßt und die hat beim Herbstcamping auf jeden Fall sehr geholfen für ein gutes Gefühl, dass wir uns nicht Sorgen machen mussten, ob dann demnächst das Gas alle ist. Beim Betreiben hat diese jedoch klopfende Geräusche von sich gegeben. Hier weiß ich nicht, ob das üblich ist. Ich vermute mal ja, aber gebt mal gerne in den Kommentaren mehr Informationen dazu. Fürs Herbstcamping war dieses Wohnmobil geeignet, wegen der Tür, die nicht zu viel Raum freigegeben hat oder Seitenöffnung freigegeben hat im Vergleich zu den Campervans, wenn die ganze Tür sich öffnet. Das Hubbett war bequem, aber darunter auf jeden Fall noch nutzbar. Vor dem Bad jedoch zu wenig Platz für meinen Geschmack. Das Heckbett war soweit auch bequem, bis auf den Teil mit der Kante, die beim Liegen doch merklich spürbar war, laut der anderen Person, die dort geschlafen hat. Der Verstauraum im Wohnmobil selbst war für den Kurztrip vollkommen in Ordnung. Interessant für mich persönlich könnte es werden, ab einer Reise, die länger dauert als 5 Tage, wenn man da das ganze Essen mitführen möchte. Die Heckgarage war sehr geräumig und auch mit Beleuchtung. Da passt auf jeden Fall eine Menge rein. Eigenartig fand ich die nicht einrastenden Frontsitze und vermisst habe ich auch den Platz zwischen den Frontsitzen, der bei Campervans normalerweise auch war bisher, soweit ich das feststellen konnte. Aber natürlich auf VW-Bulli-Basis ist da einfach mal weniger Platz. Die Fahrerassistenzsysteme waren definitiv ausbaufähig für das Modell, das ich gefahren habe.
Und da hätte ich mir auch mehr gewünscht für ein besseres Fahrerlebnis und ein besseres Fahrgefühl. Der Überhang war für mich persönlich gewöhnungsbedürftig, da ich vorher nur Campervans gefahren war, also keine teilintegrierten Wohnmobile. Und die weit ausgestellten Außenspiegel sind definitiv auch eine Erwähnung wert. Mit denen würde ich definitiv nicht den Wild Atlantic Way entlangfahren, weil diese Straße ziemlich schmal ist. Also da muss man definitiv auch aufpassen. Alles in allem ein bequemes Wohnmobil für gut ausgebaute Straßen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, gerne ein Like da lassen und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.